die Alexandra. Ich bin der Hannes. Wir sitzen hier im Naturerlebniszentrum der Sparkassen Stiftung Umwelt und Natur. Und Hannes, was fressen eigentlich Eichhörnchen? Das finden wir jetzt zusammen im Wald heraus. Hannes, wir sind hier in einem Fichtenforst. Was finden Eichhörnchen hier so interessant? Da musst du dich überraschen lassen. Ich zeige dir einen kleinen Hinweis. Ich bin gespannt. Also Alexander, schau mal, hier haben wir einen Futterplatz von einem Eichhörnchen gefunden. Man erkennt ihn an den abgenagten Zapfen und an den ganzen Schuppen, die da daneben liegen. Die sehen so holzig aus. Fressen Eichhörnchen Holz? Nee, ein Eichhörnchen ist ja kein Biber. Das Eichhörnchen sucht die kleinen Samen, die hinter den einzelnen Schuppen sind. Ich klopfe hier mal, ob da was drin ist. Der war leer. Da war einer drin. Ich halte ihn mal näher hin. Den kleinen Samen fressen die Eichhörnchen. Okay, das probiere ich auch mal. Wow, tatsächlich. Da sind zwei Samen drin. Und von dem werden die Eichhörnchen satt. Wenn sie genug fressen. Sieht ihr auch, mein, so ein Zapfen hatte ganz schön viele Samen und hier liegen ganz schön viele Zapfen. Kleinvieh macht auch Mist. Noch eine Info für Schlauköpfe. Diese Fichte, ungefähr 30 Jahre alt, produziert ungefähr 1 Kilogramm von dem Eichhörnchen-Mini-Futter jedes Jahr. Eichhörnchen fressen nicht nur die Samen von Fichtenzapfen, sondern auch Nüsse und Früchte von anderen Bäumen. Wie zum Beispiel hier von der Buche, die sogenannten Buchecken. Außerdem fressen sie leider im Frühjahr auch gelegentlich Vogeleier und Jungvögel. Eichhörnchen futtern nicht immer gleich alles, was sie finden. Vor allem im Herbst sammeln sie das, was sie zu viel haben und verstecken es. Das hier könnte so ein Versteck gewesen sein. Ein kleines Loch. Wir sind jetzt im Frühjahr, das Eichhörnchen hat die Nüsse wieder ausgegraben. Und was die Natur besonders freut, Eichhörnchen sind ein vergesslich. Sie finden nicht immer ihr Versteck wieder. Wenn jetzt hier eine Nuss drin war, könnte hier ein neuer Nussbaum wachsen. Hannes, hier liegen lauter angenagte Fichtenzapfen herum. Aber außerdem fällt mir noch auf, dass hier ganz viele grüne Stücke von den Fichten herumliegen. Was hat es damit auf sich? Da hast du recht. Es sieht aus, wie wenn der Sturm sie runtergeblasen hätte. War aber nicht der Sturm. Bäume sind auch nicht krank, ist auch kein Waldsterben, sondern es war auch das Eichhörnchen. Weil das Eichhörnchen frisst nicht nur die Samen und die Nüsse, sondern es mag auch ganz gerne im Frühjahr die frischen Knospen von den männlichen Blüten. Und dass sie an diese Knospen kommt, knappt sie oben auf dem Baum die Zweige ab, meißt sie runter und holt sich unten die Knospen. Wieder was gelernt. Genug Naturwissen für heute? Dann haben wir jetzt alle Lust auf ein bisschen Spaß in der Natur. Nämlich Zapfenziehen werfen. Wer trifft als erstes den Stock davon? Alexander darf anfangen. Oh. Daneben. Oh, knapp. Oh, weit. Oh. Gut. Oh. Ja!